herzlich willkommen zum Tagesorakel hier bei mir bei Malkiel. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und wir schauen auch direkt hinein, was die Karte des Tages ist. So, und direkt hier an die Anbindung, der goldenen Liebeskugel, haben wir hier den König der Münzen stehen. Souveränität, aber auch er, dein Herzensmann, kommt jetzt in die Stabilität, in die Liebe, in das Gefühl. Der König der Münzen war ganz oft jetzt schon Thema in den größeren Orakeln und heute wird er präsent, heute zeigt er sich bei dir und das mit voller Kraft und ganzer Energie. Ja, wir nehmen die Mystery Cards natürlich für die einzelnen Sternzeichen von euch. Und ich mische die schon mal und dann schauen wir hinein, was die Themen sind für die einzelnen Elemente. Wir beginnen immer wieder beim Element Feuer. Du sollst heute Leuchtturm sein. Es eröffnen sich ganz neue Perspektiven für dich in deinem Leben mit diesen Karten. Also eine Sehnsucht wird erfüllt und etwas Neues wird heute in dein Leben kommen. Das betrifft die Sternzeichen Widder, Löwe und Schütze. Für das Element Erde, Veränderungen, die dich treffen oder etwas kommt zurück. Vielleicht hast du auch in der Vergangenheit etwas verloren und genau das kommt wieder auf dich zu und wieder zurück. Und es ist mit einer Rückkehr zu rechnen für die Sternzeichen Stier, Jungfrau und Steinbock. Jetzt kommen wir zu den Luftzeichen. So. Ja, die Luftzeichen, da fallen heute die Masken, ja, das sind die Sternzeichen Zwillinge, Waage, Wassermann, da fallen heute die Masken, sind ein bisschen energie- und kraftlos, ja, vielleicht läuft auch etwas falsch, aber auch eine Veränderung von Denkmustern wird da sein, der Verlust von falschem Denken, also heute ist ein Umdenkungsprozess bei den Luftzeichen da. Für die Wasserzeichen, die haben heute einen sehr spirituellen Tag, ziehen sich aber auch am Abend definitiv zurück. Da ist der, jetzt bin ich in die Kamera gekommen, da ist der Turm dabei, also der Rückzug. Da geht es wirklich darum, dass man vielleicht auch die Phasen des Rückzugs einmal braucht für das Seelenheil oder eben auch die Beschäftigung mit der eigenen Spiritualität. Ja Mensch, ich freue mich, das sind tolle Aussichten. Wünsche euch einen mega geilen Dienstag und alles Liebe hier von mir, dein Malkiel. Bis morgen. Ciao.